Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und alle Gräuel auf Erden. Wer ist das Geheimnis hinter den Geheimorganisationen? Wer steuert diese Dinge auf dieser Welt? Die Bibel redet von einer Macht, von der wir gerade gehört haben, die hinter den Kulissen alles steuert und die Welt so weit bringt, dass sie ihr dient. Und das ist, was die Bibel sagt. Und es ist schwer, es nur anhand der Bibel zu beweisen. Man muss es glauben, wenn man es da liest, weil die Bibel sagt es. Aber es gibt viele Beweise ringsherum, dass die Bibel recht hat. Und in einem Abend können wir ein Geheimnis, das über 1000 Jahre aufgebaut ist, nicht abbauen. Also das wird jetzt über eine Zeit kommen. Und ihr werdet noch viele Fragen haben nach dem heutigen Abend. Und morgen werden die Fragen noch weniger, hoffentlich. Und danach noch weniger und noch weniger und noch weniger. Denn es kommen 11 Vorträge über ein Thema, das man sich nicht vorstellen kann, dass so etwas wahr sein kann. Aber die Bibel hat gesagt, dass es so ist, dass es so sein wird, kommen wird. Und ich glaube, die Bibel hat recht. Den Text in Offenbarung 17 haben wir ja gelesen. Diese Frau mit Purpur und Scharlet, mit Rot, mit Gold und Steinen und Perlen und einen goldenen Kelch in der Hand. Und dieser Kelch ist voller falschen Lehren und Abtrünnigkeit Gott gegenüber. So eine Frau haben wir gesehen im Baal-Tempel. Neulich Abend habe ich das dir gezeigt. In diesem Tempel gibt es eine Abbildung von so einer Frau in Mosaik. Es gibt nur eine Kirchengemeinschaft in der ganzen Welt, die sich dieses Bild zueignet und sogar auf ihren Münzen druckt. Und das ist das römisch-katholische System. Hier ist eine Münze, unten dran steht Fides. City del Vaticano. Und da ist eine Frau und sie hat einen Kelch in der Hand und aus dem Kelch kommt eine Sonne hervor. Es ist ein Sonnenkultus. Der kommt von eher her von Babylon. Jetzt, was heißt dieses Fides? Es wird gesagt, dass das für Glaube steht. Aber Fides heißt in der okkulten Welt was ganz anderes. Und so will ich die Okkultisten zitieren, die das wohl am besten wissen würden. Das ist ein Zitat von Albert G. Mackey, 33 Grad Freimaurer und eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit in der Freimaurerei. Die rechte Hand in allen Zeiten hat das Emblem der Fidelity, Fides. Und dann sagt er, das ist eine, dass man da anbetet, eine Gottheit unter dem Namen Fides. Diese Gottheit, sagt er, wird auch verehrt durch einen Handdruck, einen ganz besonderen Handdruck. Den finden wir auch in der Freimaurerei. 2 rechte Hände, die auf einer bestimmten Weise zusammengebracht werden. Fides, sagt er, wird auch angebetet als die Göttin der Oaths, der Schwöre. In diesen Geheimorganisationen muss man auch Geheimnis halten können und man muss dazu schwören. Wenn man die Geheimnisse bricht, der geheimen Organisationen, dann meist ist dieser Schwur dann zutreffend. Und dieser Schwur ist oft sehr krass. Möge meine Zunge aus dem Hals rausgerissen werden, möge mein Hals zerschnitten werden von Ohr zu Ohr, wenn ich die Geheimnisse dieser Organisation weitergebe. Also er sagt, es ist die Göttin
dieser Schwörerei. Also es ist ein Götzendienst. Fides in dem Okkulten steht für einen bestimmten Götzendienst. Offenbarung sagt, sie ist die Mutter der Huren, dieses Weib. Sie sagt, sie sitzt als Königin und sie sagt, da ist keine wie sie. Sie wird nie Witwe sein. Und sie wird nicht ihre Kinder verlieren. In dem päpstlichen Enzyklikus Dominus Iesus sagt die katholische Kirche, andere Kirchen sind keine Schwestern von uns, sagt der Vatikan. Das stand im The Independent, September 5, 2000. Wie gesagt, heute Abend sage ich nichts mehr. Ich sage nichts. Alles, was ich bringe, wird ein Zitat sein. Alles. Kardinal Ratzinger hat gesagt, es muss ganz klipp und klar sein, dass die eine heilige, katholische und apostolische, universale Kirche ist nicht die Schwester, aber die Mutter aller Kirchen. Rom sagt, sie ist das Zentrum. Offenbarung 13, Vers 1 und 2 sagt, der Drache gab ihm, diesem Tier, dieses politische System, was gleich ist dem kleinen Horn in Daniel, Kapitel 7, gab ihm den Sitz und große Autorität. Also das ist eine luziferische Religion. Offenbarung 17 sagt, dass die 10 Hörner, die wir sahen, 10 Könige darstellen, die ihre Macht dem Tier geben werden. Und sie werden kämpfen gegen das Lamm. Jetzt, das Lamm wird immer befochten anhand seiner Kinder, anhand Gottes Gemeinde. Gary H. Carr in seinem Buch On Route to Global Occupation, und Gary H. Carr ist nicht irgendeiner, hat ein System hier vorgestellt, wie das alles zusammenhängt, von der alten mystischen babylonischen Religion durch den Kabbalismus zum Gnostizismus, zu den Templern, Rosenkreuzlern, Freimaurerei, Illuminati. Und hierdurch wird beherrscht der Marxismus, die geheimen politischen Organisationen, die internationalen Banken und der Weltkirchenrat. Der Weltkirchenrat, alles unter diesem Schutz. Das hört sich alles so unmöglich an. Wie kann der Weltkirchenrat unter okkultem Schutz stehen? Aber wir werden das in einem ganzen Vortrag behandeln und da werden uns die Haare zu Berge stehen, wenn wir da betrachten, was da los ist. Und die ganze New Age-Bewegung. Jetzt ist das eine Gruppe, die nicht hier genannt wird, und das sind die Jesuiten, die den Auftrag hatten von Rom, um die Reformation zu bekämpfen. Mit anderen Worten, das Wort Jesus Christi muss beiseite gelegt werden durch die Macht dieses Jesuitenorden, die diesen Auftrag bekam. Die Götzen, die damals in der damaligen Welt galten, 1. Chroniker 16,26, Nimrod, Tammuz, Semiramus, die Dreieinigkeit der Heiden, aber diese Dreieinigkeit ist nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist. Diese Dreieinigkeit ist Vater, Mutter, Kind. Und jetzt muss man etwas verstehen von Geheimorganisationen. Geheimorganisationen und Geheimreligionen haben zwei Lehren. Die eine ist für die Masse. Die wird Goyim genannt. Goyim. Vieh hat Marx sie genannt. Goyim. Und die bekommen eine Lehre. Die Eingeweihten bekommen eine andere Lehre. So zum Beispiel kann man nicht verstehen, warum die Kirche zum Beispiel bestimmte Lehren, ganz offensichtlich christliche Lehren, so verteidigt. Und an der anderen Seite solche unchristlichen Lehren praktiziert. Wie geht das Hand in Hand? Es ist interessant zum Beispiel, dass die katholische Kirche für die Goyim eine Lehre hat,
wo Christus Gott ist. Und das wurde sehr stark verteidigt, sogar mit Kriegen. Aber ihre eigene Vulgata kann gebraucht werden, um zu beweisen, dass Christus in diesem Buch nicht Gott ist. Die Geheimlehre ist gegen Christus, die Goyim, allgemeine Lehre, ist für Christus. Aber die Eingeweihten wissen was anderes. Und wenn wir die alten Zivilisationen betrachten, dann waren die Gottheiten, die Nimrod vorstellten, Baal und El und Belus und Ninus und Zeus und Jupiter und Ra und so weiter. Und der heidnische Messias war Tammuz oder Bacchus oder Herkules, Dionysos, Ates, Osiris, Horus, Krishna, wie sie auch alle hießen. Und die Göttin war Ashtoreth, Astarte, Rea, Ishtar, Beltis und so weiter. Wir brauchen nicht dieses System weiterführen. Also ist das hier ein Bild von Petrus oder ist es ein Bild Jupiters? Es kommt aus dem Jupiter-Tempel. Es ist ein Bild Jupiters. Es ist ein Götzendienst. Und der Fuß wird in den katholischen Kirchen geküsst, aber das hat nichts mit Petrus zu tun. Wie sitzen die Geheimorganisationen zusammen? Ich habe es ein bisschen anders zusammengefasst als Gary H. Carr von allem dem, was ich so studiert habe. In der Mitte ist immer noch Babylon. Und alle Religionen führen zurück zu dem Okkultismus, der zusammengefasst wird in der Kabbalah. Und in dem Kabbalismus wird gelehrt, dass Luzifer der wahre Sohn Gottes ist. Das sind zwei Söhne Gottes. Der eine ist Adonai, der andere ist Luzifer. Luzifer ist der erste Sohn. Er hat diese Erde geschaffen, nachdem er seinen Stand im Himmel verloren hat. Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist der allmächtige Architekt der Welt. Und der andere, Jesus Christus, ist ein zweiter Bruder, der nicht viel taucht, und der wird versatant. Und Luzifer, der Lichtträger, ist der wahre Gott. Aber darüber mehr später, um das zu beweisen. Das ist eigentlich, was der Kabbalismus lehrt. Jetzt die Essener haben sich an den Kabbalismus festgehalten und der moderne Gnostizismus, der wurde gegründet nach Levi, Eliphas Levi, dem großen Freimaurer und Hexer. Als der Ursprung kam von Simon Magus. Ganz interessante Geschichte, wir haben nicht Zeit darüber zu lesen. Das ist in Historie de Magi. Und an diesen Organisationen haben auch gehört dann nachher die Templer. Und die Templer waren eine Gruppe, die erst angestellt wurden als Behüter des Tempels. Und dann waren sie ein Ritterorden im Papsttum. Und sie hatten eine interessante Geschichte, über die wir nachher etwas mehr sagen werden. Und die Templer haben zusammengearbeitet mit geheim-islamitischen Organisationen, nämlich die Ismailis, die Karmatites, die Fatimites, die Druses und die Assinen, Assassins. Es ist interessant, dass die Assassins schon früher mit Sprengstoff sich umbunden haben und sich in die Luft geblasen haben, wenn sie etwas erreichen wollten für ihr System. Nur so interessantheitshalber. Und es scheint, als ob geschichtlich sich nicht viel geändert hat. Die Templer, der okkulte Arm, geht wahrscheinlich, so wie Karl sagt, durch die Rosenkreuzler. Aber die Soldaten, diejenigen, die Generäle dieser mächtigen Armee, werden beherrscht durch die Jesuiten. Und die Jesuiten sind die Urheber der Freimaurerei. Das ist einfach so zu sagen, ohne zu beweisen. Aber die Beweise werden kommen. Also wer waren diese Templer? Dieser Templerorden hat dieses Emblem als ein wichtiges Emblem. Und wir sehen dieses Emblem heute an vielen Kirchenorganisationen verbunden. Die frühen Jehovaszeugen, die Jesus Christus auch als Gottheit entfernten, hatten dieses Emblem. Und einige Pfingstlerkirchen haben dieses Emblem heute.
Und wir haben ja gesehen, dass der Weltkirchenrat auch etwas damit zu tun hat, und das ein Vortrag für sich. Jetzt waren diese Ritter feine Ritter des Christentums, die wirklich taten, was sie sagten, oder war das ein Bild nach draußen und war da ein anderes Bild nach innen? Nesta H. Webster, das sind gute Zitate, das sind nicht einfach irgendwelche Zitate. Nesta H. Webster in Secret Societies and Subversive Movements beschreibt die Templer und das Datum 11118 oder 1118. Nach den ersten Kreuzzügen waren sie da in Jerusalem. Sie sagt, wer die führende Partei war, dass sie den Tempel Solomon behüten mussten, dass sie ein Gebiet bekamen, wo sie weiter ihre Tätigkeit ausrichten könnten. Und sie wurden weltberühmt und der Orden wurde beim Konzil zu Troyes durch den Papst anerkannt. Es war also ein päpstlicher Orden. Jetzt müssen wir wissen, dass der Vatikan und Alexandria die zwei Stellen waren, wo okkulte Literatur und okkultes Wesen eigentlich verbreitet wurden. Es waren auch die beiden Plätze, die den Sonntag hielten, wo die frühe christliche Welt den Sabbat hielt. Jetzt, was passierte mit den Templern? Weil der König von Frankreich, Philippe le Bel, hat die Templer in Frankreich am 13. Oktober 1307 verhaften lassen und sie alle zu Tode verurteilt. Viele sind geflohen, haben Schutz gefunden beim König von Spanien, aber der Führer, de Molay, und viele der Templer sind am Brandstapel gestorben. Also was waren die Klagen gegen sie? Erstens, sie hatten eine Zeremonie in dem Orden, wo sie das Kreuz verachteten. Es wurde auf dem Kreuz rumgetrampelt, auf das Kreuz wurde gespuckt und sie beteten ein Idol an, nämlich Baphomet, der androgenische männlich-weibliche Gott. Dann hatten sie Veränderungen an der Messe, eine Art Schwarzmesse, und sie hatten Vollmacht, um Menschen einzuweihen und Menschen zu vergeben, und dann hatten sie Unnatural Vice. Naja, was heißt das? Sie gehörten zu der Gruppe, die in der Bibel auch beschrieben wird, als die Perversen. Zur Zeit des König Ahabs gab es auch Perverse, Jezebel. In ihrer Zeit hat sie geduldet. Und die Bibel hat immer gesagt, dass diese Perversen müssen vernichtet werden. Das waren Sodomisten. Und dieses sodomistische Ritual war Teil dieser quasi Religion. Sie waren Luziferier in Wahrheit, aber das Außenkleid, das sie hatten, war christlich. Und darum hat er sie zu Tode verurteilt. Sie wurden dann alle schuldig befunden. Einige haben es bekannt, andere nicht. Und die Geschichte ist es so oder ist es nicht so? Eingeweihte, hohe Freimaurer behaupten, dass sie wohl Baphomet angebetet haben. Also den Bock, der männlich und weiblich ist. Und heute noch ist da im Freimaurer-Ritual eine Verweisung zu den Templern. Hier ist das Zitat, von was gesagt wird in diesem Ritual. Einige Ritter, die zu dem Palästina gingen, sind zusammengebunden unter dem Namen Freimaurer. Und ihr Ziel war die Wiederaufbauung des Tempels von Salomo. Sie holen sich ihr Ritual natürlich aus, auch von Salomo, die Freimaurer, und die Templer hatten etwas zu tun mit Jerusalem und dem Tempel. Es ist möglich, dass dieses ganze Theater mit Israel und dem Tempel gar nicht so viel mit Religion zu tun hat, eher
als mit dem Okkultismus. Darüber später. Komm, wir gehen mal nach Jerusalem. Hier steht ein gewaltiges Gebäude. Da staunt man über die Größe. Und das heißt Notre Dame. Und das ist der Sitz des Papstes in Jerusalem. Es ist ein Gebäude so großartig wie der Vatikan. Man kann da hingehen, kannst nur nicht reingehen. Da fliegt die Vatikanflagge. Wer hat das schon mal gesehen? Wer war schon mal da? Naja, ich habe es gesucht und ich habe es gefunden. Und wenn man es gefunden hat, na, dann staunt man. Riesig groß. Pontifikale Mission in dieser Umgebung. Und nicht zu weit davon ist der Palast des lateinischen Patriarches der Ritter. Ja, interessant. Da ist das Ordenszeichen des Ritters. Dieses Schild wird heute natürlich viel gebraucht durch Pfingstlerkirchen als das Schild des Glaubens. Also ein interessanter Hinweis. Da sind einige Mitglieder dieses Ritterordens. Hier knien sie nieder. Sie werden zum Ritter geschlagen. Und natürlich hoch angestellte Leute, Politiker, Bankiere und so weiter werden hier eingeweiht. Da ist ihr Kreuz. Das ist so ein quasi Baphomet-Kreuz in der Kirche. Natürlich erwarten wir dieses Bild von dem angeblichen Petrus, der eigentlich der Jupiter ist. Der Fuß ist schön blank geküsst. Ich habe keine Lust gehabt, den zu küssen, also stehe ich nur daneben. Und ein wichtiger Platz. Und wir sehen, dass beide Päpste hier einen Besuch abgelegt haben. Papst Paulus und Papst Johannes Paulus. Beide waren da bei diesem Knights Palace, Ritterpalast. Na, ich war interessiert, was die Symbole da so sind. Hier ist der Hauptaltar in dieser Ritterkirche. Und man braucht nicht weit suchen. Und dann sieht man etwas Interessantes auf dem Altar. Was ist denn das? Das ist der doppelköpfige Adler, der auch gebraucht wird natürlich durch die Freimaurer als das Zeichen des 32. Grades. Und darüber mehr in dem Vortrag morgen Abend. Wir haben auch das okkulte Sonnensystem da auf dem Altar. Und jetzt bringt das mich zu dem Jesuitenorden. Gegründet 1534 durch Ignatius Loyola und in 1540 durch den Papst anerkannt als die Armee gegen die Reformation. Und Loyola wollte katholische Einheit haben und absolute Untertänigkeit dem Papst gegenüber. Hier ist das Bild, der Ordensgründer Ignatius von Loyola erhält am 27. September 1540 von Papst Paul III. Die Bestätigung der Gesellschaft Jesu. Ein schöner Name. Aber ist das wirklich Jesus Christus oder ist das ein anderer Jesus? Das müssen wir natürlich feststellen. Jetzt, wie hat er sich präsentiert? Hier ist das Zitat, Occult Theocracy. Da ist eine Analogie zwischen Freimaurer und jesuitischen Graden, Rang. Die Jesuiten trampeln auch auf die Haxe des Schuhes so und machen das Knie offen, so wie da, weil Ignatius Loyola sich so in Rom vom Papst präsentiert hat, als sein Orden bestätigt wurde. Also das Freimaurerritual, das heute existiert, ist genau das gleiche als das Ignatius Loyola-Ritual, das damals ausgeübt wurde. Und die Freimaurer kommen mehr als 200 Jahre später als die Jesuiten. Also wer ist der Urheber der Freimaurerei? Doch nicht die Freimaurer, wenn sie später kommen mit ihrem Ritual. Sie mussten gehorsam sein wie ein Kadaver. Sie durften keinen Verstand für sich selber haben. Und sie mussten Christus, jetzt dieser Christus ist nicht Jesus Christus, sondern der Christus, ein ganz anderer,
wie wir in dem Laufe der Vorträge sehen werden, mussten sie sehen. Hier ist der Sitz in Notre Dame von dieser Jesuitengemeinschaft. Die Zeichen, die da an den Türen sind, ist der Eingang zu Montserrat. Es haben mit dem Okkultismus mehr zu tun als mit dem Christentum. Das Versprechen, das ein Jesuit macht, wenn er Jesuit wird, ist recht grauenhaft. Hier sind Teile dieses Gelübdes, das abgelegt wird. Und das ist sehr gut aufgezeichnet. Es gibt zig Quellen darüber. Darüber braucht man gar nicht mehr diskutieren, dass es wirklich so ist. In diesem Gelübnis sagt ein Jesuit, dass er sich dem Papsttum vollkommen unterwirft und dass er die Macht hat, um alle heretische Könige, Prinzen, Commonwealths, Regierungen, alle abzuschaffen, denn sie sind illegal, ungültig und können vernichtet werden, wenn sie dem Papst nicht untertan sein. Also alle Regierungen der Welt müssen dem Papst untertan sein. Dann versprechen sie, dass sie irgendeine heretische Religion annehmen werden. Sie werden die besten Lutheraner sein, mit anderen Worten, die besten Methodisten, die besten Islamiten, die besten Hindus, die besten Buddhisten, die besten Adventisten, die besten was auch immer. Versprechen sie zu werden. Und sie werden im Geheim alle ihre Aufträge ausüben. Dann versprechen sie, dass sie immer gehorsam sein werden, dem Papst und des päpstlichen Militia und des Ordens sein werden und dass sie ständig kämpfen werden, wage relentless war, nie aufhören mit diesem Krieg, entweder im Geheim oder offen gegen alle Heretiker, Protestanten und Liberalen. Was ist ein Liberaler? Heute haben wir eine Idee, ein Liberaler ist einer, der macht, was er will. Nein, ein Liberaler in diesem okkulten Sinne ist einer, der sich anmaßt, dass er selber entscheiden kann. Das ist ein Liberaler. Einer, der dem Papst untertan ist und tut genau, was der Papst verlangt, das ist ein Kind der Kirche. Also sie werden kämpfen gegen diejenigen, die behaupten, dass sie selbst sich überlegen wollen, was sie glauben sollen. Und dass sie vernichten werden. Und sie werden nicht Geschlecht sparen oder Alter oder Zustand. Sie werden sie hängen, vernichten, kochen, zu Tode schlagen, erwürgen, lebendig begraben, diese Heretiker ihre Magen aufreißen, die Gebärmutter aufreißen, die Kinder rausreißen, die Kinder zerschlagen an dem Felsen mit den Köpfen. Also ein recht christliches Versprechen. Und dann, wenn sie es nicht offen tun können, werden sie es im Geheim tun. Sie werden Hals runter mit Klavier, Draht oder was auch immer. Und das ist das Versprechen. Und genauso wie das Versprechen da ist, so sind sie. Aber nach vorne haben sie einen demütigen, gezielten eine gezielte Art und Weise, wo man es nicht merkt. Es gibt ein okkultes Training, um so einen Zustand zu erreichen. Hier ist die Pontifikale Universität in Rom und in dieser Jesuitenkirche sehen wir das Symbol IHS. Das Dreieck mit dem Auge ist ein anderes jesuitisches Symbol in allen Jesuitenkirchen. An den Decken ist es natürlich auch das Symbol für die New Age. Ist auch ein Symbol auf der Dollarnote. Hier ist eine Jesuiten-Universität. Da sehen wir Atlas obendrauf. Diese Gottheit ist nicht Jesus Christus. Atlas ist natürlich eine andere Form von demjenigen, der die Welt auf den Schultern trägt. Es ist ein Typus Herkules. Es ist Luzifer. Hier bin ich in Deutschland. Da stehe ich. Mitten in dieser Jesuitenkirche, in dem Hof. Und diese Kirche wurde im Krieg zerstört und wieder genau aufgebaut. Wenn man da reingeht, dann hängt da dieses Bild hier. Und man soll denken, das ist Jesus Christus. Das ist nicht Jesus Christus. Er hält die Arme wie? So wie Atlas
hält er sie. Das ist Atlas. Und in der Kirche hat man diese Symbole, das sind okkulte Symbole mit AHS, das Mar-Symbol. Und da ist das Symbol des Gottes Hermes. Hermes. Hermetische Institute sind die Glaubenslehre der Freimaurerei. Also das ist Sonnenkultus, das ist luziferisches System. Da sehen wir dieses Maria, die Göttin der Wälder, hat in den Höhlen gewohnt. Darum die Bilder von Maria und diese Figuren kommen aus der Höhle. Hier ist eine Kirche in Darmstadt, die wird gerade erneuert, glaube ich, hier. Hier sind ein paar andere Symbole, die beiden Schwerter übereinander. Das ist noch ein Symbol der Geheimhaltung. Wenn diese beiden Schwerter auf einem Pult sind, dann heißt es, da ist ein Evangelium für die Goyim und ein Evangelium für die Eingeweihten. Und man kann beides aus dieser Sprache erlernen. Auch natürlich Sonnensymbol sind auch da gegenwärtig. Diese Symbole, die gebraucht werden, kommen von babylonischer Zeit. Hier ist der assyrische König, hier ist ein Kreuz. Dieses Kreuz ist genau das gleiche, das heute noch durch die maltesischen Ritter, the Knights of Malta, getragen werden. Das ist noch so ein Ritterorden. Und die Knights of Malta waren die einzigsten eigentlich, die eine Wehrmacht für den Papst waren. Die hatten ihre eigene Flottille, sie waren eine Wehrmacht. Und die Symbole, die hier gebraucht werden, sind die auch der Freimaurerei, sowie Passa und dergleichen. Ein anderes wichtiges Symbol, diesen Gottes des Todes, Jupiter, ist der Schädel und die beiden Knochen. Es ist ein Totenkultus, eine Anbetung der Toten. Jesus sagt, ich bin nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Aber dieser Gott ist ein Totenkultus. In Ägypten wurde er angebetet als Anubis, Gott der Toten. Eine Variation von Osiris, der die Toten empfing. Und noch ein wichtiges Symbol ist natürlich der Sieg von diesem Jupiter-Gott über diesem Luzifer, über Adonai am Kreuz. Und das Kreuz, das verkehrt rum ist, ist ein wichtiges Symbol. Da haben wir auch Passa und Hammer. Das sind alles Symbole auf katholischen Kirchen. Da ist auch ein Kreuz, das verkehrt rum ist. Hier ist noch ein wichtiges Gebäude in eine katholische Kirche, auch in Deutschland. Hier treffen sich nur die Allerhöchsten, wenn sie Gremien halten, die Politiker. Und da haben sie ein Standbild von David. Aber natürlich, das heißt David nur für das Goyim, für die Uneingeweihten. Denn dieser David hat eine Panflöte in der Hand. Und David hatte nie eine Panflöte. Er hatte eine Harfe. Also ist das der Gott Pan. Und die katholische Kirche sagt ja ganz offiziell, der Gott Pan ist nicht tot, sondern getauft. Naja, Pan in seiner guten Form, in seiner luziferischen Form, war der gute Hirte. Das ist das Weiß. Und in seiner schwarzen, dunklen, bösartigen Form war er der Gott Pan, der halb Bock war und der den Wäldern wohnte und der okkult-sexual-einen Gottesdienst trieb. Die Frauen hatten immer wahnsinnig Angst vor ihm und daher das Wort Panik. Naja, ich habe dann gesucht, wenn der Gute da ist, so wie sie immer den Janus mit zwei Köpfen zeigen, werden sie den wohl auch zeigen. Da ist er, in der gleichen Kirche, schön gegenwärtig. Pan in seiner dunklen Form, Pan in seiner luziferischen Form. In der gleichen Kirche natürlich auch der Gott Anubis, wie man dann auch erwarten würde, weil das ist der Gott der Toten. Und hier Jupiter in der Form des Totenschädels. Diese Symbole sind wichtig, wenn wir werden sie gleich sehen bei den Geheimorganisationen. Da oben war auch der Phönix, der hervorkam. Eine kleine Kapelle gibt es da und an der Tür dieser katholischen Kirche
alles außer katholischen Symbole, das sind die Zeichen des Zodiacs. Das sind okkulte Zeichen und der Türknopf hat Yin und Yang, weiß und schwarz, gut und böse. Diese Gottheit ist beides. Es macht nichts, wenn man diese Gottheit anbetet in der luziferischen lichten Form oder ob man diese Gottheit anbetet in ihrer satanischen Form. Also finden wir, dass viele Rockstars mit all ihrem Ding rumrum zur Satanskirche gehören, aber sie sind beste Freunde und werden eingeladen zu den Hochangestellten dieser Welt, die mit Kragen und Anzug zu einer anderen Seite dieser selben Gottheit gehören. Naja, das kann man leicht sagen. Hier ist ein Symbol in einer katholischen Kirche in England. Das ist der Kompass, Hammer, Zickel, Kompass, alle diese Symbole. Wenn wir ein Lamm sehen, das kann das Lamm Gottes sein, aber nicht, wenn es zusammen ist mit einem PX und mit einem Peacock. Ist das wieder? Ein Pfau, ja. Und der Fisch, der für Dagon steht und der rote Kreis in der Mitte, das ist der Sonnenkultus. Dieser Gott Jupiter war auch das Lamm. So, man kann verführt werden durch diese Symbole. Weitere Symbole in dieser Kirche ist der Phönix, der aus der Asche hervorkommt. Luzifer wird seinen Platz wieder einnehmen und er wird die Nachfolger Adonais total besiegen und total herrschen auf dieser Erde. Das ist der okkulte Plan. Der Pfau ist ein Symbol Luzifers im Okkulten. Hier in dieser katholischen Kirche natürlich das große PX mit dem Kreis und dem Punkt drin. Naja, das wird erklärt als ein christliches Zeichen und die Protestanten haben es so geliebt, dass es an meisten Pulten hängt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ja, das kann man da sehen. Auch der Tannenzapfen, natürlich ein okkultes System. Jetzt, ich will euch nicht sagen, was das heißt. Soll die okkulte Welt es euch selber sagen, was das heißt? Was heißt dieser Kreis mit dem Punkt drin? HBO hat das natürlich auch als ihr Symbol. Und da muss man Augen und Ohren zumachen und die Kinder nur nicht sehen lassen, was von Schrott die auf dem Fernseher verkaufen. Naja. Albert Mackey, ganz hoch, hoher Freimaurer, 33 Grad Freimaurer, schreibt, der Punkt in diesem Kreis ist ein Symbol der Sonnenanbetung. Es ist die Anbetung des Phallus. Da ist das Zipzat direkt aus Freimaurermund. Ich sage nichts mehr, ich lese nur, was da steht. Also Phallusanbetung, dieses sexuelle Ritus, der auch bei Osiris galt, die Nadel Osiris, steht für den verlorenen Teil, mit dem Isis sich wieder befruchtet hat und Horus geboren hat. Es ist ein Sexritus, es ist eine schmutzige Religion. Und da steht's. Albert Mackey sagt, was das Symbol ist. Jetzt, was ist das PX? Gut, ich werde euch die beste Freimaurerquelle in der Welt zeigen. Und ich zitiere sie nicht von irgendjemand. Ich habe diese Quellen selber. Und damit mir das jemand vielleicht nicht glauben sollte, habe ich sie fotokopiert und da fotografiert und da ist sie. Dann könnt ihr ein paar von den Zeichen stehen. Das kommt aus Moral and Dogma, Seite 292, Albert Pike. Und er wird uns schön erklären, was hier los ist. The Staff of Osiris, der Stab Osiris, wird vorgestellt auf einer Medaille von Constantius als PX. Das kommt aus seinem okkulten Buch. Da ist es. Aber noch ein paar andere interessante Zeichen. Dieses Zeichen hier ist eine Variation des Taus. Wir haben es ja gesehen bei den Rittern eben. Es ist da an der Tür gewesen und sie haben es auch, dieses Emblem auf sich selber. Natürlich, dieser sogenannte Judenstern ist gar kein Judenstern. Das ist ein kabbalistisches, okkultes Zeichen, das ich euch schon im Baal-Tempel gezeigt habe. Es ist das Männliche und das Weibliche, was miteinander sexual vereinigt wird in diesem Sonnenkultus. Im Osten wird es gefeiert als Kundalini. Sexualkraft der Gottheit.
Und dann dieses Kreuz hier, dieses maltesische Kreuz. Dieses Kreuz, was sagt er, wo gehört das Kreuz hin? Jetzt fragen wir ihn direkt, ich lese es euch vor. The vestment of the priests of Horus were covered with these crosses. Steht da in Morals and Dogma. Also dieses Kreuz finden wir an der Kleidung des hohen Priesters Horus. Interessant. Dann haben wir natürlich auch die Jens-Merkmale, wovon das umgekehrte und das andersrum Hakenkreuz beide stammen. Also eine schöne Seite, um zu fotografieren. Also dieses Kreuz hier, dieses Malteser Kreuz, haben wir eben auch gesehen, wo? Beim assyrischen König, um den Hals. Ne? Und dieses Kreuz ist das, wird getragen auf den Kleidern des hohen Priesters von Horus. Jetzt, wer trägt das denn heute? Was ist denn das? Da ist es. So, der hohe Priester Horus ist der Urheber oder der Träger dieses Kultus. Und das, was er nach vorne zeigt, ist für Goyim. Und was im Innenkreis passiert, ist was ganz anderes. Haben wir auch das Zeichen hier von einem Trikele auf dem Boden dieser katholischen Kirche, fragen wir wieder eine okkulte Quelle. Hier sind alle Quellenangaben, ich gehe die nicht alle vorlesen heute Abend, sonst dauert das zu lange. Aber sie sagen ganz eindeutig, das Trikele ist Yin-Yang. Das ursprüngliche hatte nämlich die drei Formen. Und es ist Göttin der Weisheit-Anbetung. Es ist Diana-Anbetung. Heute in der modernen Form nennen es Maria. Aber Maria, sagt Blavatsky uns, ist nichts anderes als die weibliche Form Luzifer. Es ist Luzifer-Anbetung. Hier ist noch ein Symbol bei dieser katholischen Kathedrale. Ganz neue katholische Kathedrale. Das ist nicht erst eine alte. Die steht nagelneu in London. Könnt ihr euch betrachten. Auf dem Bogen das mystische Tau. Hier, Ward, ein Freimaurer. Was sagt er? Wofür steht das Tau? Es ist Phallusanbetung. Das ist Signalsprache für Phallusanbetung. Ein Zitat nach dem anderen. Was suchen diese Symbole auf dem Boden? Jetzt kommen wir zu dem Jesuitenorden, der den Auftrag hatte, um die ganze Welt diesem päpstlichen okkulten System untertan zu machen. Und wenn das wahr ist, dann muss dieser Orden hinter den Kulissen tätig sein, um die ganze Welt zu vereinigen unter diesem Papst. Natürlich mit viel Opposition und ohne Krieg und ohne Gewalt. Und ohne viel Leid wird das nicht vor sich gehen. Hier sind die, ist die Liste all dieser Generäle des Jesuitenorden, seitdem sie entstanden sind. Mehrere Male wurden die Jesuiten verbannt, auch aus den katholischen Ländern. Sogar Italien hat die Jesuiten verbannt für eine Weile. Russland hat sie rausgeschmissen, Frankreich hat sie rausgeschmissen, Österreich hat sie rausgeschmissen, Spanien hat sie rausgeschmissen. Katholische Länder hatten oft die Nase voll und haben sie rausgeschmissen. Naja, es hat nicht da aufgehört. Sie haben immer wieder ihren Platz zurückbekommen, oft mit der Vernichtung des ganzen Könighauses, eines ganzen Landes, eines ganzen Ordens, sogar katholische Orden, die sich dagegen gestellt haben. So in der katholischen Kirche selber gibt es einen Kampf. Ich glaube, es gibt viele, viele, viele gute Menschen in der römisch-katholischen Kirche und Gott ruft sie. Er will sie zu sich rufen. Der jetzige General heißt Peter Hans Kolvenbach. Da ist er. Ihr schaut wahrscheinlich den mächtigsten Mann der Welt an, in diesem Augenblick. Es ist der Zufall, dass Bush und der Papst, der jetzige Präsident von Amerika und der Papst, hier in diesem Bild gerade fotografiert werden unter dem Bild Ignatius Loyolas.
Ich glaube nicht. Kommen wir lesen ein paar Zitate von diesem Jesuitenorden. Das kommt vom Library of Congress. Das ist ein Staatszitat, mit anderen Worten, Katalognummer, so und so. Noch ein Eid, das abgelegt wird durch einen eingeweihten Innenjesuit. Jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, dass dieser Orden selbst hat auch verschiedene Stufen. Und nicht jeder Jesuit ist ein Innenkreis Eingeweihter. Man kann nicht jeden Jesuiten einfach nur verurteilen. Aber wenn er in diesen Orden hinaufsteigt, dann kommt er zu diesem Punkt. Du musst den Samen des Hasses zerstreuen in Gemeinschaften und in Staaten und so weiter. Jetzt, wieso müssen sie Hass verbreiten in Staaten? Es steht hier, vor allem wenn dieser Staat stark ist, wenn dieser Staat Ruhe und Frieden hat, wenn dieser Staat günstig ist, wenn alle Arbeit haben, stifte Unruhe und mach Unordnung in diesem Staat. Vernichte die Gesellschaft. Nimm Seiten, wähle eine Seite und kämpfe im Geheim gegen und mit deinem Bruder, der vielleicht auf die andere Seite engagiert ist. Infiltriere beide Seiten und hetze auf von dieser Seite und hetze auf von der Seite. Jetzt könnt ihr sehen, wie das ein Doppelspiel ist. Aber ihr seid vielleicht offen gegeneinander, öffentlich gegeneinander, aber am Ende wird die Kirche dadurch gainen. Sie wird gewinnen dadurch, genau. Und wenn dann die Treaties, Verträge geschlossen werden für Frieden, dann hat das Ziel das Ende gerechtigt. Okay, das ist der typische Jesuiten, die Jesuitenart und Weise, um zu arbeiten. Der 30-jährige Krieg, noch ein Zitat. Dieser Krieg wurde gekämpft, um diese Provinzen, die sich gegen den Papst aufgelehnt haben, zu vernichten. Und hier wird genannt Bohemia, Ungarn, Moravia, Silesia, Österreich. Diese mussten erst mal wieder untertan gemacht werden. Und endgültig, nach dem 30-jährigen Krieg, hat Kaiser Ferdinand II. Mit seinen Söhnen, seinen Freunden, den Söhnen Ignatius Loyolas, die Verträge geschlossen, die dem Papst zugunsten kamen. In 1550 Papst Julius hat erklärt, dass er allein universal der allerhöchste Führer der Welt ist. Er ist der Leiter der Welt. Die Nation und das Königreich, das sich nicht unterstellt, wird vernichtet werden, wird verschwinden. Thomas Aquinas, wer war das? Das war der große Philosoph der katholischen Kirche. Er sagt, der Papst hat das göttliche Recht, um nicht nur der geistliche, sondern auch der temporale, der irdische Führer und höchster König der Welt zu sein. Also jetzt wisst ihr, worum es geht. Es geht darum, um päpstliche Macht über die ganze Welt zu verbreiten. Und noch ein Zitat, Romanism as World Power, der Papst in Rom als Oberhaupt des päpstlichen Staates eignet sich zu absolute Souveränität und Übermacht über alle Staaten der Welt. Kardinal Henry Manning, Erzbischof von Westminster, schrieb, er hat das Recht, um Könige abzusetzen, wenn er will. Denn er hat die Macht Christi, um das zu tun. Jetzt, auf dem katholischen Kreuz stehen die Worte Inri. Jetzt, die Bibel sagt ganz eindeutig, dass in Johannes 19,19, dass die Worte da hätten sein sollen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Was heißt denn eigentlich Inri? Jetzt Webster's Dictionary sagt, dass man es übersetzen könnte als Jesus Nazarenus Rex Iuderum.
Aber im Okkulten hat Indri eine ganz andere Bedeutung. Da heißt es nämlich Iustum necare reges impios. Und das heißt, es ist gerecht, um zu vernichten und auszutilgen heretische Könige und alle Regierungen oder Führer, die nicht basisch dem Papst unterstellt sind. Noch ein Ziel, das ist auch ein Zitat, Secret Plan, Destroying Protestantism, um Protestantismus zu vertilgen von der Erde. Sie haben geschrieben, die Jesuiten, Protestantismus ist schon dünn und es versenkt in Verwesung. Naja, der Protestantismus is becoming decomposed, verfault. Und endgültig sagen sie, wir gewinnen Leute von hohem Stand. Noch ein Zitat. Da ist eine römische Armee auf dieser Erde für irdische Souveränität, für eine Welt der Zukunft mit dem Papst von Rom als Kaiser. Und sie behaupten, dass die Jesuiten sind die Macht dahinter. Hier war eines der Freunde von Charles Kinnicky, 50 years in the Church of Rome. Er hat gesagt, wherever the Jesuits are admitted, they will be masters, cost what it may. Wo die Jesuiten sind, da werden sie die Meister sein, was es auch immer kostet. Präsident Abraham Lincoln hat das auch unterstützt. Ignatius Loyola sagt, die Macht des Generales ist unbeschränkt. Unbeschränkt. Und sogar, wenn einer vom Papst kommt und er sagt was gegen uns, dann schickst du ihn wieder weg. Nicht erst der Papst darf ihnen sagen, was sie glauben sollen. Friedrich von Habsburg hat gesagt, noch nie zuvor in der Geschichte der Welt hat es so eine Gesellschaft gegeben. Der alte römische Senat selber hat nicht solche Pläne geschmiedet für Weltüberherrschung wie diese Jesuiten. Der römische Katholik Lafayette sagt genau das Gleiche. Er sagt, man wird immer finden einen römisch-katholischen Priester hinter den Kulissen. Und all die großen Führer haben einen. Ob wir nach Kuba gehen oder ob wir nach Rom gehen oder ob wir nach Amerika gehen, da steckt einer in den Kulissen. Wisst ihr, wer Morse ist? Morse ist der berühmte Erfinder des Morse Code. Tick, 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 Morse Code. Und er hat gesagt, wer sind diese Agenten? Sie sind Jesuiten. Ein Orden in der Welt, der so kühn ist, so doppelsinnig, so total und ohne moralische Prinzipien, so raffiniert, dass sie alle Arten der Deception, Betrügung, Verführung, sogar in katholischen Ländern, Italien, wurden sie rausgeschmissen, weil sie konnten nicht mehr geduldet werden. Der Archduke Maximilian Francis hat gesagt, sie wollen universales Dominium. Sie wollen herrschen in der ganzen Welt. Und was sagen die Jesuiten selber? Komm, wir lesen mal ein Zitat. Alles ist dokumentiert, was ich sage. Ich sage nichts selber. Hier ist Michael Angelo Tamburini und der General der Jesuiten spricht zu dem Fürst Brancas und er sagt, sieh mein Herr, von diesem Zimmer regiere ich nicht nur in Paris, aber auch in China. Und nicht nur in China, aber in der ganzen Welt, ohne dass irgendeiner weiß, wie es getan wird. Habt ihr gewusst, dass der Papst auch beichten muss? Und dass der päpstliche Priester, zu dem er beichten muss, immer ein Jesuit sein muss? Jetzt wollen wir mal betrachten, wer sind diese Jesuiten? Das hier war der General, das war Jean-Baptiste Janssen, das war der General während des Weltkrieges, 1946 bis 1964. Wen beherrscht er? Ich möchte heute Abend an euch vorstellen,
dass er der Führer ist des militärischen Orden von Malta, dass er Schreiner Freimaurerei beherrscht, das sind die obersten Freimaurer mit 32 Grad, können sie Schreiner werden. Dann Freimaurerei im Allgemeinen, den Orden der Illuminaten, König der Knights of Columbus, die werden wir gleich betrachten, den Ku Klux Klan. Jetzt glaubt man, was haben die mit dem Ku Klux Klan zu tun? Immer zwei Seiten. Wenn man Hass auftreiben will zwischen Rassen, dann macht man eine rassistische Gruppe, Ku Klux Klan, und man macht eine antirassistische Gruppe, und dann hat man das hegelische Prinzip von Hass und Neid und Mord und Totschlag, und perfekt, aus diesem Chaos kann nur eins hervorkommen. Eine rettende Hand, die Frieden macht, und alle sind ihm untertan. Es ist ein schreckliches System. Kommt man nach Südafrika und findet aus, wie es ist. Dann eine andere Organisation, die ihm unterstellt ist, ist die Nation Islam unter dieser Gruppe The Fruit of Islam, die Frucht von Islam, die Mafia natürlich, Opus Dei und viele, viele andere Brüderschaften sind ihm unterstellt. Behind the Dictators, Leo Lehmann schreibt, wenn die Katholiken hier in Deutschland unterdrückt waren, dann waren es immer nur der liberale Katholizismus. Das heißt, der Katholizismus, der sich nicht absolut unterstellen wollte. Und er sagt auch, ein größeres Deutschland, in anderen Worten, muss wieder der Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reiches werden. Also ihr sitzt im Mittelpunkt, freut euch. Ist es nicht interessant, dass der jesuitische Priester Stempfle war es, der den großen Kampf oder Mein Kampf geschrieben hat und nicht Adolf Hitler? Die SS, welches Zeichen hat sie gehabt? Das hier, meine Ehre, meine Treue. Die SS wurde organisiert durch Himmler nach den Prinzipien des Jesuitenordens. Und da ist ein Zitat. Und Himmler hat genau die Konstitution von Ignatius Loyola gefolgt. Es ist ein okkulter Orden. Es war die These, die Antithese war der Kommunismus. Der Faschismus gegen den Kommunismus. Jetzt, welcher ist eigentlich das System, das sie haben wollen? Hier ist ein Zitat, das könnt ihr mal alleine lesen, wenn ihr wollt. Das kommt aus dem großen Kampf. Und auf Seite 2, 3, 4, da könnt ihr mal lesen, was hier geschrieben steht über diese Jesuiten. Dass es noch nie einen Orden gab, der so grauenhaft war oder ist wie dieser. Lest es selbst. Hier ist noch ein Zitat von Count von Hönsbruch, ein deutscher Adliger und Ex-Jesuit. Er sagt, sie wollen weltweite Dominion. Und sie wollen Herrschaft über die ganze Welt. Und das ist, worum es geht. Eine neue Weltordnung unter wem? Ganz interessant. Sie wollen die Welt regieren. Ein Zitat nach dem anderen. Also diese Ritter, die ihnen beistehen, um das zu erreichen, sind unter anderem, Dave Hunt nennt sie auch hier, er sagt, die Jesuiten natürlich, the Knights of Columbus, die Ritter von Malta, Knights of Malta, Opus Dei und andere. Also wollen wir ein bisschen näher hinter die Kulissen gucken und uns diese Gruppen mal betrachten. Jetzt wisst ihr, wer gehört. Jetzt wollen wir gucken, wer dazugehört. Das wäre doch interessant. Freimaurerei. Hier ist ein Zitat, the Grand Design Exposed. Die Wahrheit ist, dass die Jesuiten von Rom Freimaurerei ausgearbeitet haben, perfektet haben, perfekt gemacht haben, um ihre großartigste, effektivste Erreichung zu sein. Unter wem? Protestanten. Aha! Also der Jesuitenorden gründet eine Organisation hauptsächlich
Protestanten, gesteuert hinter den Kulissen von Katholiken, macht ganz sicher, dass die Welt das weiß. Die römisch-katholische Kirche sagt, es ist eine Todsünde, den Freimaurern beizutreten, obwohl das mehrere Logen im Vatikan selbst sind und kein Vatikan nicht, Kardinal nicht Mitglied ist. Also eine Lüge wird verbreitet, keine katholischen Freimaurer, aber trotzdem, darum besteht es hauptsächlich aus Protestanten, die durch Katholiken, durch Jesuiten beherrscht werden. Also, wer hat die Freimaurerei gegründet? Hier sind wir auf Mallorca, schöne Insel, und da gibt es ein Tempelfort, Templerfort, da ist er. Der heißt San Salvador. Und was gibt's da auf dem Altar? Natürlich wieder der doppelköpfige Adler. Und in Spanien selber, in den Kirchen, der doppelköpfige Adler. Und da ist das Symbol der Freimaurerei, 33 und 32 Grad Freimaurerei, der doppelköpfige Adler. Die Zusammenhänge sind einfach da. Adam Weishaupt, Vater der Jakobiner, wir haben gestern Abend über ihn geredet. Er ist Jesuit, Doktor von kanonitischem Gesetz bei Ingolstadt und er ist der Gründer der Illuminati. Occult Theocracy, sagt Adam Weishaupt, hat eine wichtige Rolle gespielt in der Gründung dieser Organisation. Hier sind zwei Jesuitengeneräle, nämlich der hier und der hier. Der erste hier hat regiert während der Französischen Revolution, General Riqui, und er war ein Mitgründer der Illuminati unter Weishaupt. Und der zweite hier war Ledochowski und er hat die Russische Revolution gesteuert. Und wenn wir nachher die Revolutionen betrachten, da kommt ein ganzer Vortrag darüber, da werden wir die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Revolutionen ganz eindeutig sehen. Hier ist ein Zitat, The Secret History of the Jesuits. Warum die russische Revolution? Um den Zar zu entfernen, der die orthodoxe Kirche unterstützt hat. Das geht doch nicht für den Papst. Ist doch unmöglich. Und wo ist heute der Hauptsitz im Russicum, Russian College in Rome, gegründet 1929. Und ein Jahrhundert nachdem Zar Alexander I. die Jesuiten rausgeschmissen haben, beherrschen die Jesuiten heute den Osten, den ganzen Osten. Encyclopedia of Freemasonry durch Albert Mackey schreibt auch, was die Könige damit zu tun haben. Friedrich der Große, Riesenfreimaurer, wir werden auch nachher über ihn reden. Der hat auch einige von den Constitutions von den Freimaurern gelesen. Und wenn man das nicht glaubt, das beste Zitat, was ich euch geben kann, ist Isis Anwalt Blavatsky, Okkultistin selber. Was sagt sie? Wo kommen die Geschriften von der Accepted Rite of Scottish Freemasonry von daher? Also was da gehalten wird, die okkulte Agenda davon. Worked under the instruction from the general of the Jesuits, da steht's. Also es ist kein Zweifel, Freimaurerei wird beherrscht durch die Jesuiten. Die ganze Verfassung der Freimaurerei ist geschrieben durch die Jesuiten. Hier sagen sie auch in ihrem Ritus, das ist ein Freimaurerritus, dass sie kommen von den Templers, die Knights Templars, ein hoher Orden in der Freimaurerei. Und sie sagen, ihre Gottheit ist IHS. Wo haben wir das gesehen? Bei den Jesuiten. Hier ist ein Freimaurertempel, ich nehme euch mal rein. Da ist das Symbol IHS. Die Zusammenhänge sind ganz eindeutig. Und dieses Zitat hier von James Parton, amerikanischer Historiker, der sagt, wenn wir die Freimaurerei nachstudieren, dann werden wir sehen, es kommt von The Society of Jesus, nämlich die Jesuiten. Gut, wer sind die Ritter von Malta? Die Freimaurer sind im Vordergrund, derweil die Jesuiten und die Ritter von Malta im Hintergrund arbeiten. Sie sind die wahren Führer, die dürft ihr nicht sehen.
Ihr dürft nur die Freimaurer sehen. Die werden jetzt immer lauter und lauter und lauter werden. Denn das ist die protestantische Stimme. Die protestantische okkulte Stimme. Die Hintergrundstimme ist Knights of Malta. Grand Council of the Sovereign Military Order of Malta. Was beherrschen sie? Hier ist das Zitat. Die Banken, die militärischen Komplexe, Manhattan Chase Manhattan Bank, Branches in Moskau und New York, die KGB, die CIA, alle Geheimpolizeien werden beherrscht durch Knights of Malta. Gut, wer sind die Knights of Malta? Ihr Hauptsitz ist St. Patrick's Cathedral in New York. Die Knights of Malta haben natürlich ihren Hauptsitz eigentlich im Vatikan, aber im Rahmen dieses Werkes nach außen sind sie in New York. Und der Kardinal, der da ist, ist derjenige, der das Haupt ist dieser Knights of Malta. Francis Joseph Cardinal Spellman, während der Kriegszeit war natürlich der Kardinal, Malta-Kardinal da. Danach war es Kardinal Cook, danach war es Kardinal O'Connor und jetzt ist es Kardinal Edward M. Egan. Das sind Knights of Malta. Wer sind noch Knights of Malta? Hier ist eine Liste, die Quellenangaben sind immer auf den Dias drauf. Ein paar interessante Namen. Wenn wir hier runterschauen, Bonaparte, da haben wir eine interessante Geschichte da. Nicholas Bradley, Pat Buchanan, den Namen kennt ihr doch sicher. James Buckley ist da. Prescott Bush, die ganze Bush-Familie ist unterstellt. Frank Capra, William Casey ist drin. Giscard d'Estaing, den kennt ihr doch auch, Knights of Malta, Alan Dulles, den Namen kennt ihr doch sicherlich auch, Edward Egan kennt ihr, Francis Flanagan, das sind hohe Persönlichkeiten, die die Knights of Malta sind. Weiter gehen wir runter, Peter Grace, General Alexander Haig, habt ihr den Namen schon mal gehört? Ja. Otto von Habsburg war Knights of Malta, Heinrich Himmler war Knights of Malta, habt ihr das gewusst? Edgar Hoover, Head of the CIA, Knights of Malta, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Louis Lehrmann, Clara Booth Luce und Henry Luce, die große Zeitungsmagnat, Time Magazine, all die großen Zeitschriften, Kinos, was weiß ich, Henry Luce. Er ist auch ein Mitglied gewesen von Skull and Bones. Wir kommen nachher dabei. Avril Manhattan. Und, ich könnte einen und einen, sogar Frank Sinatra war einer, Franz von Papen, den kennt ihr doch auch geschichtlich, Legat hier von Deutschland in der Zeit Hitlers. Noch ein paar interessante, Frank Sinatra, wie gesagt, der Kardinal Spellman, natürlich all die Kardinäle, William Wilson und so weiter und so weiter. So, das sind Knights of Malta im Hintergrund. Wer sind die hier? Das sind die Knights of Columbus. Sie wurden gegründet durch Michael J. McGivney. Er ist sehr jung gestorben. Da ist das Emblem von ihrer eigenen Homepage. Und da ist ihr Logo. Jetzt müsst ihr was von Logos verstehen. Was ist denn das da in der Mitte? Das ist eine Fascia. Wisst ihr, was da eine Fascia ist? Der Faschismus wird dargestellt durch eine Fascia. Was sucht der Fascia bei dem Knights of Columbus im Logo? Jetzt, der ursprüngliche Träger der Fascia war der Prokonsul von Rom. Und wenn er angenommen wurde als Führer, hat er eine Fascia mit einem Kranz gebracht. Und der Papst ist der Führer von Rom, der mit der Fascia kämpfen wird. Da ist nämlich eine Axt drin oder ein Spieß. Und wenn sie einen Kranz umhat, dann ist er der Sieger, der die Welt regieren wird. Durch Faschismus. Denn Fascia ist das Symbol des Faschismus. Gut, wir lesen ein bisschen weiter. Sie sind Herz und Seele in Politik. Hier ist ein Zitat. Jedes Dia hat ein Zitat. Ich habe noch nichts gesagt, ich habe noch nur vorgelesen. Bitte. The Knights of Columbus' principal business is politics. Jesuitical Politics. Also die Knights of Columbus sind den Jesuiten untertan. Da ist noch eine Seite von ihrer Homepage.
Und da ist wiederum das Fascia. Jetzt, was ist mit diesem Fascia los? Ganz interessant. Hier ist ein Zitat, das ist jetzt ein wichtiges Zitat. Das sagt uns, dass die Jesuiten in ihrer eigenen jesuitischen Zeitschrift, nämlich Civilta Catholica, schreiben, zitiere: Faschismus ist das Regime, das am meisten übereinstimmt mit den Konzepten der römisch-katholischen Kirche. Jetzt gibt es zwei Lehren, Goyim-Lehre und Innenlehre. Goyim für uns, wir, das Vieh, das Gewehrfutter, Kanonenfutter. Wenn wir zu frech werden, dann sind wir Faschisten. Das ist ein Schimpfwort. Nach außen, aber nach innen ist es eine Lehre. Opus Dei. Wir werden noch mehr sehen über diesen Faschismus. Ich nenne es nur heute Abend. Opus Dei, wer sind die? Jose Maria Escriva, er ist jetzt ein Heiliger, hat sie gegründet. Hier ist ein Zitat. Opus Dei, eine geheime Organisation, die alles tun wird, um Corporate Wealth, mit anderen Worten den Geldmarkt zu beherrschen und unterstellig zu machen an den Prinzipien des Papsttums. Skull and Bones, wer sind die? Da ist ihr Symbol. Ist es bekannt bis jetzt? Dann ist da eine Nummer unten drunter, 322. Da wird viel geredet über die 322. Es kann eine Nummer sein einer früheren Loge. Es kann aber auch Genesis 3, Vers 22 darstellen. Jetzt ist der Mensch wie einer von uns. Das sind die eingeweihten Illuminierten. Da ist ihr Sitz bei Yale Universität. Und die Zitate, die ich jetzt bringen werde, damit niemand sagt, ich sage das nicht, kommen von Professor Anthony Sutton. Er ist studiert bei der Universität London in Göttingen und war in Göttingen, Kalifornien. Er ist Research Fellow of the Hoover Institute, Stanford Universität, Ökonomieprofessor, California State University, Los Angeles. Also nicht gerade so eine Persönlichkeit, die wir einfach so abschreiben können. Und er schreibt ein Buch, America's Secret Establishment on the Introduction to the Order of Skull and Bones. Jetzt natürlich müsst ihr wissen, dass George W. Bush ein Mitglied ist von Skull and Bones. Sein Vater war Mitglied von Skull and Bones. Und wollen wir mal sehen, was die da machen. Hier ist das Ritual der Einweihung. Well, let's look at the real George Bush. Let's look at some of these clips of who the real George Bush is. At Yale University, the scions of America's first families confess their sexual exploits from a gruesome coffin. In a smoke-filled room, a handful of power brokers manipulate the global economy. These are the purported activities of some of America's secret societies, groups with names like Bilderberg, Skull and Bones, and the Trilateral Commission. The Skull and Bones Society is founded in 1832 by 15 seniors at Yale University in New Haven, Connecticut. They establish a secret society with rules and rituals that remain unchanged to this day. The Skull and Bones initiation ceremony is said to be held in April in the tomb's basement. One distinguished member serves as master of ceremonies. Once enrobed, he is known as Uncle Toby. The shortest senior is appointed Little Devil and dons a satanic costume. A bonesman with a deep voice is dressed as Don Quixote. Another is dressed as the college's founder, Elihu Yale. Still another is given papal vestments. It would all be funny if it weren't for the fact that among the former bonesmen are three presidents: William Howard Taft, George Bush, George W. Bush, numerous senators and ambassadors, industrialists like William Whitney, CIA agents, State Department officials, and publishing magnate Henry Luce. Absolute secrecy is also required. In his 1999 autobiography, George W. Bush devotes just one sentence to his membership in Skull and Bones. Quote, "My senior year, I joined Skull and Bones.
a secret society so secret, I can't say anything more. The secrecy, according to some researchers, is there to protect the fact that Skull and Bones funnels its initiates into positions of power and influence. The best-known Bonesman is ex-President George Bush, who, according to tradition, is supposed to avoid admitting he's a member. Mr. President, are you a member of Skull and Bones? American Journal got a similar response when we recently asked George Bush Jr., the governor of Texas, about his membership. Does it still exist? The thing is so secret, I'm not even sure it still exists. The Council on Foreign Relations is founded. Also, jetzt wisst ihr, dass George W. Bush, sein Vater, Henry Luce, Präsidenten der Vereinigten Staaten, sehr wichtige Persönlichkeiten, alle Mitglied von Skull and Bones sind. Als Mitglied liegt man in einem Sarg. Da muss man ein sexuelles Ritual ausüben, das ich nicht besprechen möchte. Und dann muss man sich niederknien vor dieser päpstlichen Figur und einige Versprechen machen. Und diese Leute nennen sich natürlich protestantische Christen. Aber wir werden morgen Abend sehen, was sie wirklich sind. Ich werde es nicht heute Abend alles sagen können, sonst bleiben wir hier bis morgen früh. Wer und was ist Skull and Bones? Jetzt Skull and Bones ist, diese Zitate kommen jetzt alle von dem, was ich eben gezeigt habe. Das ist eine sehr gute Quelle, nicht irgendwo welche. Es ist ein Teil, Chapter 322 of a German Secret Society. Aha. Es ist also nicht die erste, da ist jemand höher wie Skull and Bones. Eine deutsche Organisation, seid ihr nicht stolz? Ja. Und wurde gegründet durch Russell Trust 1856. Und es wird genannt The Brotherhood of Death, der Totenkultus. Das ist eine okkulte Organisation, die den Gott der Toten, Jupiter, oder Anubis, wenn ihr wollt, aus Siris in seiner Totenkultform. Und dieses ist der amerikanische Teil dieses deutschen Ordens und der wurde bei Yale Universität gegründet und da ist Taft und alle, die ihn gegründet haben. Er ist, wenn er ein Unterorden eines größeren deutschen Ordens ist, dann ist er ein Unterteil der Illuminati. Gegründet von Adam Weishaupt. Und diese Gruppe wird eigentlich genannt die Ordnung, the order, der Orden. Und Skull and Bones ist der allgemeine Name. Und da ist viel Forschung, die hier reinging. Wir brauchen nicht alles lesen. Was beherrschen Sie, wenn ein neues Mitglied dazutritt? Dann stirbt er für die Welt, er wird Mitglied dieses Ordens und er hat 14 neue Blutbrüder, die alle sehr wichtige Persönlichkeiten werden. Und sie kommen meist von bestimmten Familien, darüber will ich nicht zu viel sagen, jetzt wenigstens. Es gibt noch einen Teil dieses Ordens. Also wir haben den Orden Skull and Bones für Amerika und ein anderer illuminierter Suborden ist ein Orden, der sich nennt The Group und der ist bei Oxford Universität. Es gibt ja auch ein Oxford Scholarship, das man da bekommen kann. Naja, und es gibt auch Suborganisationen unter Juden, unter Rothschilds, aber die meisten Orden sind protestantisch. Das jüdische Bild ist Augenverblinderei. Hinten stecken die Katholiken. Natürlich, Archibald MacLeish ist einer von ihnen, der hat die Verfassung von UNESCO geschrieben. Darüber mehr in dem Vortrag über die UNO. Die Kirche, viele Seminare werden beherrscht durch Skull and Bones. Union Theological Seminary wird da beherrscht und darüber können wir mehr reden. Was für eine Theologie da hervorspringt und was in den Kirchen gelehrt wird, um den Protestantismus zu vernichten. The law,
Also die Rechtsbank wird beherrscht, Kommunikation wird beherrscht, Federal Reserve, Geld wird beherrscht. Und so sieht es ungefähr aus. Im inneren Teil hat man den inneren Teil, dann hat man hier Chapter 322, der Orden. Und der hat hier wie ein Teil des Auges. Das ist eine andere Geschichte. Ringsrum gibt es jetzt ein paar Suborden. Der innere Kern, dann gibt es einen inneren Zirkel und der besteht aus eingeweihten, hohen Persönlichkeiten und dann einen Außenkreis, der wird genannt unter anderem Bohemia, Bohemian Club, Atlantic Council, Pilgrim Society, Trilateral Commission, die Bilderberger und Council on Foreign Relations. Das ist der äußere Kreis, der beherrscht wird von innen. Ich möchte noch über einen reden und das ist dieses Bohemia, diese Bohemia-Gruppe. Also die totale Herrschung der Welt geht dann um einen inneren Kreis von Eingeweihten, die UNO, die Bilderberger, der Club von Rom, Royal Institute of International Affairs, Trilateral Commission und Council on Foreign Relations ist der Außenkreis. Jetzt, wer ist dieser bohemische, diese bohemische Gruppe? Ihr wisst natürlich, dass die Bibel hat dieses Götzenanbeten in den Wäldern verboten. Könnt ihr euch entsinnen? Und was ist da passiert in diesen Wäldern? Da waren die Perversen. Und die haben Götzendienst da gemacht in den Wäldern, meist ohne Kleider. Und dann gab es genau das, wovon die Templer beschuldigt wurden. Es sind nämlich meist Männer oder es gibt andere Gruppen, wo es nur Frauen sind. Und manchmal geht es dann auch gemischt zu. Aber diese Orden sind Männerorden. Und dieser Bohemian Grove ist sehr interessant. Hier ist ein Artikel von Newsweek Magazine, The World's Most Prestigious Summer Camp, The Bohemian Grove. Das ist ein Wald in Kalifornien, der total militär abgezäunt ist und wo nur die hohen Persönlichkeiten zusammenkommen, um diesen Waldgötzendienst zu feiern. It is fiercely guarded 2,700-acre retreat in San Francisco's all-male, ultra-exclusive Bohemian Club, to which every Republican president since Herbert Hoover has belonged. Also jeder republikanische Präsident hat dazugehört, auch der jetzige und der vorige. Habt ihr das mitbekommen? Es kommt nicht von mir, ich habe es nicht gesagt. Jetzt, ich kann euch Zeitungsausschnitten zeigen von Menschen, die dazugehört haben, die rausgekommen sind, die gesagt haben, naja, wir konnten es eigentlich nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren, denn das ist Götzendienst. Sie beten eine Eule an, sie beugen sich vor der Natur und sagen, Beauty surrounds us, die Göttin, die in der Natur umzingelt das. Eule, die du siehst im Dunkeln, gib uns Weisheit und sie müssen alle nackt sein. Und dann sind da wirklich gut dokumentierte Aussagen, über was da vor sich geht, wovon ich nicht reden gehe, denn da stehen euch die Haare zu Berge. Das ist genau so, wie es in der Bibel steht unter den Perversen. Es hat einmal einem Zeitungsmann, es ist ihm gelungen, ein Video zu machen. Es ist ein sehr schlechtes Video. Und irgendwie ist er da reingekommen und hat das mal fotografiert. The owl is in his leafy temple. Die Eule ist in seinem Blättertempel. Der Priester hat päpstliche Kleider an. Also, da ist die Eule im Hintergrund. Oh,
Große Natur, das ist Pantheismus. Und dann gibt es ein Opfer. Die Art dieser Opfer möchte ich nicht besprechen. Wir haben genug gesehen. Jetzt gibt es eine Oper und was weiß ich alles. Das ist das Opfer. Naja. Und dann alle Mitglieder von All den Hohen, die da mit beteiligt sind, total nackt. Was dann passiert, das sage ich nicht. Gut. Jetzt, wer ist noch Mitglied? George P. Schultz, Stephen Batchelor, Gerald R. Ford, Henry Kissinger, Buckley, Hartley, Griffin, Hayward, Kurse, Teller, Ronald Reagan, George Bush, William French Smith, Caspar Weinberger, Justin Dart, William E. Simon und andere hunderte Politiker. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was das eigentlich heißt. Modus operandi des Ordens? Naja, darüber werde ich in einem anderen Vortrag mehr reden. Sie wollen eine neue Weltordnung haben. Und dann müssen Sie alles, was in den Schulen gelehrt wird, das Geld, das Gesetz, die Politik, die Ökonomie, die Geschichte, die Medizin, die Religion, die Media, alles müssen Sie beherrschen. Und Sie sind nicht rechts und Sie sind nicht links. Es wird das hegelische Prinzip zugepasst. Logik. Hegel hat gesagt, man gründet eine These und dann gründet man eine Antithese. Und dann bekämpfen sich These und Antithese und daraus hervor kommt Synthese. Also wir machen den Faschismus und wir kämpfen den Kommunismus und wir reiben sie aufeinander auf und dann haben wir die Synthese, die endgültige Regierung der Weltregierung, die Komponente von beiden enthält als Kompromiss. Aber die staatliche Struktur wird Faschismus sein, aber die soziale Struktur wird Kommunismus sein. Und dann haben wir unsere Synthese. Das ist, wie es funktioniert. Und dann werden wir sehen, dass die Trilateral Commission genau das sagt. Conflict Management. Man verursacht Konflikt und dann beherrscht man den. Und im Hegelium-System ist der Staat absolut. Der Staat beherrscht alles. Fast wie oft wir aufs Klo gehen müssen. Hier ist Hegel und alle verbeugen sich vor Hegel und Kant, die Philosophen hinter diesem System der Beherrschung. Und George Bush ist der Erste, der gesagt hat, wir brauchen eine neue Weltordnung. Diese Weltordnung, die durch dieses System herbeigebracht wird, die brauchen wir. Und am Januar den 3. 2004 fragt der Oberpriester dieses Systems im Vatikan am 1. Januar für eine neue internationale Weltordnung. Die ganze Rede des Papstes am 1. Januar dieses Jahres 2004 ging um eine neue Weltordnung. Habt ihr das gewusst? Das ist alles, worum es ging. Noch nie hat ein Papst so eine Rede gehalten, dass er sagt, jetzt ist die Zeit. Was haben sie denn alles erreicht? Wow, 2004. Hier ist CNN. Der Papst fragt für eine neue Weltordnung, die gebaut ist auf Respekt und Verehrung des Menschen, Dignity of Man und Equality, Gleichheit unter Nationen. Ihr habt keine Idee, Deutschland, was es heißt, Gleichheit der Nationen herbeizubringen. Das heißt, dass die Nationen, die total unten im Schlamm sitzen, hochkommen müssen und die, die da oben sitzen, müssen was?
Ihr wisst nicht, was auf euch wartet. Der Herr sei mit euch und behüte euch. Amen. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gut, gestern Abend haben wir gesehen, wer hinter den Kulissen die Geheimorganisationen steuert. Und das, was wir in der Front sehen, das sollen wir sehen. Aber selbst da ist es ein Geheimnis und soll der Uneingeweihte nicht wissen, was hinter den Kulissen geschieht. Heute Abend will ich eine Organisation besprechen, die Freimaurer. Wer sind sie? Was glauben sie? Denn viele, viele Freimaurer glauben, sie gehören zu einer brüderlichen Organisation, die einander helfen, um ökonomisch zu überleben und die auch viel Gutes tun, viel Geld geben an vielen Hilfsorganisationen. Und dass sie im Prinzip, weil in den Logen gibt es eine Bibel, wenn man in einer christlichen Loge ist, wenn man in einer islamitischen Loge ist, gibt es einen Koran. Es ist ein religiöses, feines System und jeder tut eigentlich nichts Verkehrtes. Das ist, was die meisten glauben. 99% der Mitglieder sind überzeugt davon. Ist es so oder ist es nicht so? So, heute Abend werden wir sie selber reden lassen und dann schauen wir,
ob es so ist oder ob es nicht so ist. Wir haben gestern Abend die Zusammenhänge studiert und gesehen, dass Babylon